Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Cloud. Wir sind so ziemlich fast am Ende. Naja, es wird vielleicht noch ein paar Parts gehen, aber ja, wir sind halt im letzten Dungeon angekommen. Ach ja, hier kann ich mein Diorama ja nicht vervollständigen. Ich habe auch, man sieht hier, wow, Diamant, Kälte. Also, man sieht schon, ich kaufe bei dem schon Edelsteine. Ich habe auch die Trophäe für das, Geld schon gekriegt. Ich habe da einfach alles Mögliche verkauft. So ein Tipp am Rande, wenn ihr die Trophäe haben wollt, man kann nichts mehr verkaufen, wenn der Preis höher ist als das, was man tragen kann. Also für die Trophäe empfiehlt es sich doch dann noch am Schluss ein Dungeon durchzulaufen, um da vielleicht das Geld zu bekommen. So. Hier waren es doch. Hier waren die Dinos los, ne? Oh. Aber erstmal tun wir die Diorama-Teile vervollständigen. Denn wir waren ja noch beim Attentäter. Ich komme zurück zur Burg und freue mich. Bald sehen wir uns. Du kommst früher als erwartet. Ich bin müde und aufgeregt. Ich wusste es nicht. Du warst der, der mich töten sollte. Bitte was? Bitte was? Also entweder ist Sophia die Attentäterin, die ihn hätte töten sollen, oder... Ja, oder jemand anderes ist gekommen. Aber glaube ich nicht. Das muss schon Sophia gewesen sein. Alter, Alexander. Mach keinen Scheiß. Ach ja, die Trophäe fürs maximale, Moment mal, habe ich das schon... Ja, ich habe es schon rein synthetisiert. Genau, das Attribut Kälte ist Max. Also die Trophäe müsste ich nachher bekommen. Wenn ich diese Dinger hier rein gemacht habe, bekomme ich die Trophäe auf jeden Fall. Ich weiß nicht, welchen wollte ich denn auf plus 10 machen? Ich glaube die, ne? Also plus 9 hat er eher gesagt. Kisten! Ich glaube, da müsste ich Kari noch mal ein bisschen öfter kämpfen lassen. Dann, auch wenn Fledermäuse kommen, dann übernimmt sie halt die Rolle des Tötens. Oder ich hole mir die Trophäe ran, aber später. Ja, Platin ist mein Ziel in diesem Spiel auf jeden Fall, weil der Ehrgeiz packt mich dann doch sehr, wenn ich dann sehe, wie viele die Platin haben. Also, wenn es über 1% ist, ist schon interessant, aber das sind ja schon 6% und das ist... Das sagt einiges aus. Alter. Ich glaube, der Djinn, der wird keine Chance haben gegen uns. Nee. Ich bin mal gespannt, mit welchem Trick man den bekämpfen muss. Mimik? Ja, natürlich. Die bekämpfe ich aber jetzt mit... Also den bekämpfe ich aber jetzt hier mit dem. Auch wenn das nicht viel bringt, aber... Hey. Schatztruhenschlüssel.
Ja, die ist für die nicht so geeignet. Schade eigentlich. Weil die macht mehr Schaden. So, jetzt nehmen wir uns mal einen. Den würde ich am liebsten schon Cloud nennen. Ah, nee. Der heißt ja... Ich versuch's mal hiermit. Vielleicht kann man was Cooles von ihm stehlen. Alter. Nein. Ich will die Waffe aber jetzt Aufnahme bekommen. Da. Deswegen mache ich das hier mit dem scheiß Drachen. Boah, wie viel Aufnahme bringt der mir eigentlich? Es geht. Ah, alle Räume sind so ein bisschen wichtig. Mal sehen, muss ich mit Kari drüber springen? Ah, doch, 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 doch. Gut. Ja. Wow, yeah, yeah. Mach mal einen ruhigen, großer. Ich brauche auf jeden Fall mal ein bisschen Boden, habe ich das Gefühl. Warte mal, vielleicht liegt es auch daran, Feuer ist nicht gerade das Attribut, was ihn schaden kann. Wenn du den auch nicht mehr. Nee, den kann ich vergessen mit der. Netter Versuch. Mal klettern. Kläglich gescheitert. Ja. Die Aufnahme ist fast voll. Ja, selbst bei der Waffe ist die Aufnahme fast voll. Behalten wir's, behalten wir's. Warte, nee, hier gehe ich zum Schluss hin. Ich frag mich nur, was man da oben braucht. Das ist bestimmt irgendein Gegenstand, den jeder, den man so bekommen kann oder so, keine Ahnung. Voll in der... Aha, ja, interessant. Mehr Schaden, mehr Schaden. Ja, oh ja, komm her. Ich glaube, hier ist noch ein Drache. Oh ja. Stirb! So, das war der letzte. Jetzt können wir hier weg. So, wie viel Aufnahme hat denn jetzt Karis Waffe? Fast voll, gut. Das wollte ich nur wissen. Ach, okay, hier kann nur er rüber. So, dann kann man wieder wechseln zu unserem Sveneta. So. Stupf. Blutiges Kleid. Ah, Sophia stirbt.
ja eigentlich schon von vornherein klar. So, aber bevor wir hier durchgehen, werden wir uns natürlich... anhand dieser Sachen uns anschauen, was die Story zu sagen hat. Ich war fassungslos. An meiner Stelle gabst du dein Leben. Warum lächelst du? Weil du deine Liebe retten konntest? Was ist los? Was ist mit dir? Wen soll ich jetzt beschützen? Oh je. Na, drei Sachen gibt's noch. Drei Sachen. Und wir drehen die Uhr weiter zurück. Auf zur nächsten Ebene. Da stapft schon wieder was. Oh ja. Ah, die hat immer noch die Stärke von vorhin. Jetzt ist sie weg. Alter, Alter, geh weg, geh weg! Junge! So, die Aufnahme ist voll. Genau. Das hat... die hat gar nichts. Okay, dann will ich mal wissen, was brauchst du, um besser zu werden? Monster! Haben wir nicht. Das hätte ich vorher nachgucken sollen. Nein! Das ist mies. Aber hat einer der anderen vielleicht etwas derartiges ausgerüstet? Der bestimmt nicht. Nee, der auch nicht. Was hast du denn? Ach, so aufrüsten will ich die jetzt auch nicht. Okay. Das machen wir nach dem Dungeon. Die lassen wir einfach nicht mehr kämpfen. Man kann auch andere in den Kampf schicken. Dark Cloud. Ah, die dunkle Wolke. Um die es hier natürlich in dem Spiel geht. Ich wette 100 pro, dass ich alle Charaktere brauche. Also hier ist schon der Ausgang. Na, kommst du nicht zum Schuss? Aber was anderes ist zum Schuss gekommen. Und der Ausgang wird für mich bereitgehalten. Yay! Der Schlüssel. So. So einen anderen brauche ich nicht. Auch wenn da eine Truhe ist. Die lässt mich völlig kalt. Was mich aber nicht so kalt lässt, ist das, was da hinten ist.
XP der aktuellen Waffen stiegen. Finde ich gut. Wie viel Aufnahmen hat die? Aber den Campen lasse ich nicht campen, sondern sie hier. Was sagt ihre Waffe? Oh, fast voll. Okay. Alter! Tschüss. Aufnahme voll. Okay. Aufrüsten. Ich brauche noch mehr Mimen-Dings. Ernsthaft. Okay. Kein Problem. Kaufe ich mir gleich drei Sachen, die Mimen-Dings erhöhen. Geradeaus. Bei ihm denke ich mal, dass das auch fast schon fertig ist. Ich riskiere es mal. Nicht gut. Reparaturpulver. So, Sturm ist tot. Wir können natürlich die anderen drei noch töten, aber... Dämonengeburt. Ah ja, jetzt kommt... Jetzt kommt die Geburt des schwarzen, des dunklen Djinns. Stunde mal anschauen. Ich denke zwar nicht, dass wir schon vollständig haben. Wir haben das schon vollständig. Oh, es gibt nur noch zwei Level, glaube ich. Okay, Dämonengeburt. Etwas ging aus mir hervor. Etwas Böses und Schreckliches. Mein schwarzes Blut gebar den Dämon. Die Wut über meinen Verlust ist sein Antrieb. Okay. Dann raus hier.